Ja, dieser Kerl ist ein echter Feinschmecker. So Leute, wir gucken jetzt zusammen 50 der seltsamsten Momente, die jemals von Überwachungskameras gefilmt wurden. Das Video ist von Verrückten Lab. Schaut gerne mal vorbei. Lasst doch gerne ein Like und ein Abo da und let's go. Ihr seid dabei, etwas zu sehen, das niemand jemals sehen sollte. Nein, nicht eure iCloud-Videos. Wir sprechen über die seltsamsten Dinge, die Überwachungskameras gefilmt haben. Wie kommst du denn mit einem Pferd in so einen Laden? Also, wo, wie, hä? Und danach werdet ihr definitiv eure Webcam abkleben. Jemand hat einmal gesagt, Kunst sei unsterblich. Sie lagen falsch. Nein, sie hatte irgendwie so einen Kunst... Oh Gott. Ja, Junge, aber wo endet das? Ja, unten polluten. Ja... Stimmt. Denkt ihr, ihr habt noch genügend Zeit, diesen Sommer schwimmen zu gehen? Der Pool geht ja nirgendwo hin, oder? Naja, ich habe schlechte Nachrichten. Oh! Als ob. Okay, das nenne ich mal Fusch am Bauch. Was passiert, wenn eure Freunde ein Boot kaufen, es aber keinen Fluss in der Nähe gibt? Wenn ihr euch jemals gefragt habt, was mit den Menschen in Zootopia passiert ist, sind hier sensationelle Aufnahmen einer Ziege, die ihre Spuren verwischt. Oh nein. Junge, damit rechnest du ja auch nicht. Vor allem der, der sich das Footage angeguckt hat. Die Polizisten kamen, um mit einem Kriminellen zu verhandeln. Ey, da hätte ich mir auch so in die Hose gepinkelt. Ohne Witz. So nachts irgendwo. Ich weiß nicht, ob das ein Wald da so am Ende ist. So funktioniert Instant Karma für Straßendiebe. Der dachte, das wäre ein Handy. Aber es war nur ihre Rotzfahne. Apropos Rotzfahne. Wie weit wird eine Mutter gehen, um ihre Kinder zu ernähren? Anscheinend den ganzen Weg bis zur nächsten Evolutionsstufe. Er fährt wirklich. Sie wissen bereits, wie man Autotüren öffnet. Was kommt als nächstes? Pizza bestellen? Während andere Streitigkeiten immer noch auf altmodische Weise beiliegen, ist man in China zu kontaktlosen Kämpfen übergegangen. Ich finde es interessant, naja, wie ruhig der Polizist ist. Kerl in Rot. Man sagt, dass harte Arbeit Glück bringt, aber niemand erwähnte, dass es nur 3 Sekunden andauern würde. Oh nein, ich weiß, was passiert. Ich sag Dachlawine. Junge, letztens hat eine Dachlawine mein Fahrrad unter sich begraben. Junge, ich wusste es. Das ist das Maß an Coolness, das ich eines Tages in meinem Leben erreichen möchte. Spielt niemals Verstecken mit eurem Sohn, wenn ihr etwas vor eurer Frau verbergt. Sonst wird sie euch dort verstecken, wo man nie gefunden wird. Junge, er hat Geld versteckt. Wie lange dauert es herauszufinden, wie die Eingangstür funktioniert? Ungefähr 3 Stunden, wenn man dieser Typ hier ist. Ja, der will doch... Nee, warte, der bricht auf. Hä? Na, aber es sieht doch eher so aus, als würde er ausbrechen. Halleluja. Oh nein. Ihr werdet nie erraten, was dieser Typ als nächstes macht. Ist Liebe in der Luft oder so? Hey, no front an den Bre. Aber ich glaube, er hatte einen lüden Intus, oder? Ich meine, er war ja nicht unsympathisch. Er hat ja nur dem Auto einen Kuss gegeben. Wenn das Pizza war, werde ich definitiv gleich weinen. Gott. Oh. Und es ist auch noch so richtig... Es liegt ja alles destroyed auf dem Boden. Das Familienoberhaupt kann seine Frau definitiv vor allem schützen. Außer vor Zeus. Und flick! Da hätte ich auch Schiss gehabt. Ich hasse Blitze. Dieser Typ so, ich bin der Hundemeister. Die Hunde so, lass uns hier raus, dieser Kerl ist verrückt. Ja, aber das habe ich schon gehört, dass in manchen Ländern Straßenhunde gar nicht so ungefährlich sind, gerade abends, wenn die dann so in ihrem kleinen Rudel unterwegs sind. Des Tages, wenn ihr das Gefühl habt, dass euer Leben zu hart ist, versucht es von außerhalb zu betrachten, denn ihr könntet wie dieser Typ aussehen. Diggi, was ist denn falsch bei ihm? Brudi, warum? Es kommt eine wilde, aggressive, unaufhaltsame Gans.
Ohne Witz, ich habe mal Eis gegessen im Englischen Garten und da war auch so eine richtige Agro-Gans. Ich hatte jetzt nicht Angst um mein Leben, aber ich dachte, Diggi, was willst du denn jetzt von mir? Das ist meine freaking Waffel, Alter. Barriere so, you shall not pass. Und das Mädchen so, nun, dann bist du gefeuert. Wenn dieses Pferd endlich sein Leben in die eigenen Hände nehmen kann, dann könnt ihr das auch. Ich komm mit. Oha. Wisst ihr, warum das Leben weniger realistisch ist? Oh, das erinnert mich unfassbar am Fernbus-Simulator, wenn Paletto wieder irgendwo falsch gefahren ist und dann so richtig dumm drehen muss. GTA ist, wenn Guck dieser da. Busfahrer diesen Stunt in GTA abgezogen hätte, wäre er von anderen Tieren geschossen worden. Hup. Ihr seid dabei herauszufinden, wo Hunde herkommen. Oh, was für ein Ehrenmann. 99% der Menschen haben ihr Telefon noch nie in den Abfluss fallen gelassen. Aber es gibt immer diese 1%. Boah, ey, aber Glück gehabt. Es gibt ja auch den Abfluss, der danach so richtig tief runtergeht, ohne noch so ein Rinnsal-Ding. Die Nachteile, wenn man unbeholfen ist. Oh nein, dieser Mann hat gerade einen Haufen Fische verloren. Scheiße! Die Vorteile, sie werden ihn als Helden feiern. Die neuesten Nachrichten für Harry Potter-Fans. Das Portal zu Hogwarts wurde von der King's Cross Station zu dieser Kreuzung verlegt. Das sieht wirklich creepy aus. Aber es ist halt so, alles eine Frage der Perspektive. Bitte warten Sie einen Moment. Wir haben gerade technische Schwierigkeiten. Dieser Herr wird nun die Kamera reinigen und dann werden wir fortfahren. War aber gut. Was bedeutet es, ein erwachsener Hund zu sein? Es bedeutet, dass man die Snickers besorgen kann, ohne Hund. Die Eltern um Geld bitten Als zu müssen. Ob. Aber wie schlau. Der Hund muss ja checken, dass unter dieser Plastikverpackung leckere, geile Sachen sind, weil sonst, das juckt ja ein Hund nicht. Es scheint, als würde die Liebe jetzt auf das Autodach einer anderen Person klettern, um gemeinsam auf Instagram ein Foto zu machen. Das finde ich unfassbar assi. Da geht es nicht mal darum, also es ist ja nicht mein Auto, es könnte mir auf gut Deutsch gesagt scheißegal sein, aber das macht man doch nicht, Mann. Ich hoffe, dass der Besitzer sie durch die Likes finden kann. Das hoffe ich auch, Alter. Das ist so dumm. Junge, wer denkt sich denn, oh Mann, Alter, guck mal da, das Bein, das süße Pärchen, die stehen da auf so einem tollen BMW. Da lasse ich erstmal ein Like da. Als ob sich diese kleine Ratte den schnellsten und effektivsten Weg ausgedacht hat, eine Frau auszuziehen. Dieser Typ hat gerade einen dummen Kommentar hinterlassen und bereut es sofort. Ey, solche Videos habe ich schon x-mal gesehen, dass Leuten einfach das Handy da so reinfällt. Warum? Und deshalb hat dir diese eine Frau nie zurückgeschrieben. Au, guck, sag ich doch. Es gibt voll viele Videos von Leuten, wo das Handy da reinfällt. Das kriegst du auch nie wieder. Wenn Damen müde werden, auf ihren Ritter auf weißem Ross zu warten und sich entscheiden, die Spielregeln zu ändern. Krass. Warte, das war, glaube ich, eine Parade oder so. Habt ihr das gesehen? Einen weiteren Grund, wieder ins Büro zu gehen. Oh, das ist so ein Schäferhund, ne? Coole Hunde. Nichts motiviert so sehr, einem Weg zu folgen, wie frischer Beton. Scheiße. Mann, sowas sieht man doch. Einige von uns wollen einfach nur ihre Spuren in der Geschichte hinterlassen. Wenn man mehr als einen Tag auf Diät ist und es plötzlich sieht, essen. No! Junge, wie dreist musst du sein? Du gehst so auf so einen Markt, Alter, und siehst so, ey, das ist ja eine geile Melone. Och, ich habe eigentlich Hunger. Und manscht da einfach komplett rein. Dieser Mann weiß genau, wie es ist, ewig jung zu sein. Wie geil ist er denn, Mann? Wenn meine Probleme mich überrollen, möchte ich genau wie diese Autos sein. Absolut unbesiegbar. Diggi, warum? What? Jetzt fährt er weg. Achtung, ihr seid dabei, die arroganteste Person der Welt zu sehen. Nein, das ist doch nicht real. Der isst doch da nicht gerade ihre Suppe. Nein. Und er hat nicht einmal etwas gekauft. Das kann ich mir nicht vorstellen. Wenn ihr merkt, dass alle Verkehrsschilder verschwunden sind... Nun, sie sind im Urlaub. Sieht ein bisschen nach Deutschland aus, oder? Ja, da unten Taxi.
ist aber auch geil, wie sie alle so nacheinander runterfahren. Reparaturen in dieser Werkstatt kommen mit gratis Scheibentönung, ob man will oder nicht. Scheiße. Mach das mal sauber. Seht euch die Füße dieses Mannes genau an. Nee, Mann, will ich. Ah, der klaut Schlappen. Der klaut. Richtig. Jetzt hat er neue Hausschuhe. Ey, ohne Witz, das erinnert mich an diese Story, wo ich in Sri Lanka war, am Strand. Und ich hab vorm Hotel, dachte ich mir, ich pack meine Schlappen, zieh ich aus, weil das war direkt am Strand. Junge, keine 10 Minuten später waren meine Schlappen weg. Einfach geklaut. Den schlauen Affen ist es egal, dass er das gesamte Monatsgehalt eines Mannes gestohlen hat. Denn jetzt ist es sein Gehalt. Ja, aber was will denn der Affe mit dem Geld? Also warum ist der heiß drauf? Der weiß doch nicht, dass er das Geld einsetzen kann. Legt euch nie mit einer hungrigen Frau an. Dieser Rat wird euch eines Tages retten. Legt euch nie mit hungrigen Menschen an. Du bist einfach nicht du selbst, wenn du hungrig bist. Ist einfach so. War das nicht die Snickers-Werbung? Du bist nicht du selbst, wenn du hungrig bist. Habt ihr euch jemals gefragt, wie ein K-Pop-Star auf eine weinende Frau in einem Aufzug reagieren würde? Nein? Nun, Millionen von BTS-Fans schon. Deshalb haben sie dieses kleine Experiment auf die Beine gestellt. Ich versteh's nicht. Was ist das Experiment? Stellt euch vor, ihr habt gerade den ersten unzerbrechlichen Teller der Welt erfunden. Doch euer Freund ist ein geborener Tester. Denkt ihr, es ist einfach, euer Auto zu finden, wenn direkt daneben noch eines steht? Ja, ist es halt nicht. Hä? Es hat doch eine komplett andere Farbe. Und es ist nicht mal die gleiche Marke, oder? Mann, sie haben nicht einmal die gleiche Farbe. Ihr werdet nie eine bessere Lollipop-Werbung sehen. Versprochen. Jedes Mal, wenn etwas Verrücktes passiert, tut einfach so, als hättet ihr es geplant. Wie dieser Typ. Ey, aber gut abgerollt. Und so, Kinder, habe ich euren Vater kennengelernt. Woher wisst ihr, dass es an der Zeit ist, zum nächsten Level im Fitnessstudio aufzusteigen? Also, es ist ein bisschen Pixelbrei, aber das sieht ja aus wie die derbe Maschine. Nun, die Maschinen fangen an kaputt zu gehen. Es gibt immer einen Ausweg, wie von diesem Fisch bewiesen. Alter. Zack, und er ist frei. Stellt euch mal vor, er hätte aus Versehen wäre in die Richtung. Dann wäre GG gewesen. Ja, dieser Kerl ist ein echter Feinschmecker. Ich frage mich, ob er seine Suppe mit einem Hauch von Enttäuschung mag. Bei solchen... Auch an hat sie gerade an ihr gesnifft? Euren Hahn hätte jemand im Aufzug schnüffeln können. Und das ist alles. Schreibt doch in die Kommentare. Ja, wunderbar. Bei solchen Videos, wo so ein Handy irgendwo reinfällt, frage ich mich immer, ist das noch in der Ära, wo die Handys noch nicht wasserdicht waren? Da war das einfach GG. Wenn da dein Telefon irgendwie nur im Entferntesten mit Wasser in Berührung gekommen ist, dann war vorbei. So Leute, apropos vorbei, ist auch für heute vorbei.